Hallihallo, meine Freunde, willkommen zurück bei Vampire hier bei Abschottzockt Let's Play. Ich bin so ein bisschen durchs Krankenhaus gelaufen, hab mal die Leute kennengelernt, weil wir haben ja hier eine Aufgabe. Und zwar hier, ich denke mal, das sind alle Leute vom Krankenhaus und müssen ihre Zusammenhänge mal so ein bisschen herausfinden. Hab mich schon ein bisschen durchgefragt, der hier ist ehemaliger Soldat. Seht mal hier, mit dem ist ganz schön was passiert. Und sie, die Selma, denkt, sie sei Vampir. Ich tu das mal so kurz so zusammenfassen, also psychisch gestört, ne? Dieser Arzt hier ist eifersüchtig auf uns, während dieser Arzt hier uns beneidet. Der wartet seit Monaten auf eine Behandlung. Das ist der Sohn von ihr und sie ist stinkreich und ihr hat das Krankenhaus aber Geld abgeknöpft für ein Bett, was eigentlich gar nicht sein dürfte, ne? Gut, dann kennen wir den, kennen wir ja Edgar Swansea, der hat uns ja hergebracht und das sind der Türsteher und die Krankenschwester Dorothy. So viel mal zum bis jetzigen Geschehen. Es war ziemlich viel Gequatsche, ziemlich viel Arbeit, sich jetzt hier so ein bisschen durchzufragen. Die Quest ist, glaube ich, finde dein Büro im ersten Stock. Es wären jetzt quasi hier über uns. Das ist der Arzt, glaube ich, oder? Good evening, Dr. Strange. And good evening to you, Dr. Reed. Can I be of any help? Nein. Goodbye, Dr. Strickland. Genau, der Dr. Striggy Strig. Thelma Howcroft said she was being watched by vampire hunters. Where are they hiding? I should investigate. Na dann. Zerknitterter Brief. Meine Liebste, ich konnte endlich das Geld für die Gebühr auftreiben, die der Krankenwagenfahrer dafür verlangt hat, dich ins Krankenhaus zu bringen. Bitte mach dir keine Sorgen und werde einfach gesund. Ich habe mich um alles gekümmert. Ich habe einige unserer Nachbarn gefragt. Ihnen zufolge ist dieser Mr. Hooks eine Art ehrlicher Gauner. Er mag zusätzliches Geld für ein Bett verlangen, aber das bekommt man dann auch. Bitte entschuldige, dass ich zunächst nicht zahlen wollte. Deine Genesung steht an erster Stelle, das ist mir nun bewusst. Offenbar genießt das Pembroke Hospital einen guten Ruf, trotz des schlechten Benehmens dieses Milton Hooks. Ich verspreche dir, dass nun alles in Ordnung kommt. Ich hoffe, dich schnellstmöglich an deinem sauberen Bett besuchen zu können, ne? Wahrscheinlich. Ich komme dich schnellstmöglich, genau, an deinem sauberen Bett besuchen. Tiefer Liebe, Nikolai. Okay, Milton Hooks, neuer Hinweis. Was haben wir hier? 5 Schillinge. Na, immerhin. Der Mr. Hooks, der Waffenhändler vom Haupteingang. So, hier haben wir eine Truhe. It's locked, all right. I understand you must be very angry about this. Ihr Staat braucht sie, jedes Leben, das kennen wir ja. I managed to arrange to have you buried in the same mass grave as your wife. It's locked. So, was hat's denn mit dem Arzt hier auf sich? Ah, shit. Good evening. I'm Dr. Reed. Always a pleasure to meet a colleague, sir. Especially when he was supposedly dead. A colleague? Are you a doctor too? Not anymore, sir. I used to be Dr. Rakesh Jadhana. Now, I'm just Mr. Jadhana. Pawnbroker and humble guardian of this morgue. What do you mean? You used to be a doctor. Was your license revoked? No, sir. It is just that I like to be precise. I run a little pawn shop while taking care of the dead. But I used to be a real doctor. Okay, da war man echter Arzt, hat das Leben aufgegeben, um Pfandleiher zu werden. Schauen wir mal. Ihr Leben in London. Keine Angst vor den Toten? Are you afraid or uneasy being surrounded by so many corpses? Why should I? These bodies are empty vessels. Flesh left to decay. Puff. No soul anymore. All gone. Ja, der Dr. Rakesh hier. Die meisten fürchten sich vor totem Fleisch. An interesting point of view. And quite an exotic one, too. Most people fear or at least have a respect for dead flesh. Sir, as a medic during the war, I learned to face my death and the death of others. It's the pain we have to take, not death itself. Okay, wir haben einen neuen Hinweis.
Schauen wir uns gleich mal an. This job? After I left the army, I worked as an undertaker down by the docks. A dangerous place with many an unpleasant business there. Milton Hooks helped me get a job here. Aha, auch wieder Milton Hooks. Do you work here alone? Yes, very easy work, sir. All I have to do is watch a few bodies. The situation was very different when the main morgue was still open. Die Hauptleichenhalle in Betrieb, okay. Why close the hospital's main morgue? It was for sanitary reasons after the beginning of the epidemic. Cadavers had to be moved to the nearest mass grave. Nächstes Massengrab. Why do you have to watch these bodies? Because these poor fellows have no names. We keep them in case someone comes looking for the missing. Sadly, very rarely happens. Ja, das war wirklich traurig damals. Millionen von Menschen tot und niemand hat nach ihnen gesucht. Medizinische Untersuchung. 3000 EP bringt sein Blut. Und ja, 4 hat er Widerstand. Sind wir schon mal begegnet? Have we met before? I don't think so, sir. Why? When we first talked, you said you were glad to meet me since I was reported dead. Funny story, sir. Your sister came here a few nights ago. You were missing, and she was looking for your body. She must be very relieved now. Aha, das ist eine traurige Sache mit unserer Schwester. Wir können handeln mit ihm. Please show me what you have to sell. Of course. It's just trinkets and curios, really. But I'm sure they can be useful. Okay, verkaufen können wir hier was? Und kaufen können wir Opium? Okay, Codein, also Schmerzmittel. Und eine rätselhafte Formel. Ja, lassen wir mal noch, wir haben noch nicht so viel Geld. So, wir müssen immer noch in unser Büro, in den ersten Stock. Mal die Treppe hier mal finden. Da ist die Treppe. Was haben wir hier? Kleines Fläschchen. Die Tür geht sogar auf. Okay, Corona-Regeln. Mir noch mehr Loot? Komm, Loot ist gut. Achso, ist das schon cool dargestellt, ne? Die Tür ist noch zu. Scowl voices in the garden. I should investigate. If they were to find somebody. So, Junge. Ein Skull hier. Bleibt er diesmal auch tot? Das wäre nicht verkehrt. Der letzte, den wir hatten am den Docks, der ist ja wieder aufgestanden. Ja, der bleibt liegen. Okay, was macht der hier in der Nähe vom Krankenhaus? Oh. Da hast du noch mehr. Na komm mal ran, mein kleiner Freund. Oh. Warte. Nein. Einen nach dem anderen. Okay. Weiter. So. Und den haben wir auch. Der hat um Hilfe gerufen, oder? Kann das sein? Okay, wir durchsuchen mal kurz die Mülltonne. Bleistab. Wir müssen definitiv unser Schwert, also unsere Machete, ein bisschen verstärken. Ah, hier scheinen noch mehr zu sein, Leute.
Hört ihr das? Irgendwas ist doch hier im Busch. Wir gehen erstmal zurück. Ich höre immer noch welche. Haben wir irgendeinen Hinweis? Da kommen wir noch nicht rein. Und hier ist nichts. Gut. Erstmal zurück. Erstmal zurück. Hier haben wir den ersten gefunden, genau. Und von hier sind wir gekommen. Oh. Lädt. Wollen wir die Tür nicht lieber wieder zumachen, wenn da draußen Zombies, also Vampir-Zombies rumrennen? Eh nicht alles so koscher, was hier passiert. Da können wir doch mit jemandem quatschen. Guckt mal, oben ist jetzt so ein Kopf in der Kompassleiste. Das irgendwo da drüben. Gut. Zu. Auf. Gut, danke. Was haben wir hier? Oh! Abgenutzte Säge. Okay. Patient Thomas Elwood, männlich, Alter 28, behandelt von Dr. Tippetts. Zustand genesend. Datum der Einlieferung 16. September, Datum der Entlassung noch offen. Anmerkung: Das Gesicht des Patienten ist durch einen Bombentreffer im Krieg stark verbrannt und entstellt. Selbst unter dem Einfluss stärkster Beruhigungsmittel verursachen ihm die Wunden laut eigener Angabe regelmäßig starke Schmerzen. Es sei, als ob die Flammen noch immer unter der Haut brennen, sagt er. Untersuchungen des Narbengewebes geben keinerlei Aufschluss auf Entzündungen, Infektionen oder Schwellungen. Die Narben sind in Ordnung. Könnte es ein Fall fortdauernder Nervenschädigung sein? Der Patient gibt sich unentwegt selbst die Schuld an seiner Entstellung. Leidet er vielleicht am Überlebensschuldsyndrom, an Phantomschmerz, der sich als Bestrafung dafür manifestiert, dass er nicht gemeinsam mit seinen Kameraden den Tod gefunden hat? Kurz geschrieben, schlechtes Gewissen. So, neuen Hinweis für Mr. Elwood. Also wir haben jetzt hier, Thomas fühlt sich für seine Entstellung während des Krieges verantwortlich. Und für Thomas ist Selma Horcroft der lebende Beweis, dass es noch Hoffnung für ihn gibt. Einen Hinweis brauchen wir noch. Dann können wir ihn beeinflussen. Oh, was haben wir hier? Jawohl, billiger Gin. Läuft. Ist hier noch was geblinkt? Hier blinkt noch was. Das ist unser Büro. Immer da reingehen. Kiste. It's locked. Echt? So, gucken wir erstmal unser Namensschild an. Dr. Reed. Das sind wir. This must be the place. It's definitely away from prying eyes. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. Das stimmt. Oh. Artikel über Eken. Ist eine seltene Gelegenheit und beinahe ein Privileg, sich einem Vampir zu nähern. Ihre faszinierenden physischen und psychologischen Merkmale mit wissenschaftlichen und rationalen Augen zu betrachten. Dies sind ein paar der interessantesten Fähigkeiten, die ich persönlich beobachtet habe, während ich über die letzten 10 Jahre Vampire oder Ekens, wie sie sich selbst nennen, befragt habe. Übernatürliche Geschwindigkeit haben wir schon herausgefunden. Wir können springen über 20 Meter. Ein Vampir kann sich in jeder Lage wie ein Sterblicher verhalten und bewegen, aber ein geübter Blick erkennt, dass sie besonders scharfsinnig sind und schneller als jeder Sterbliche reagieren können. In einigen seltenen Situationen, Furcht, Überraschung, Fluchtbedürfnis, sah ich, wie ein Vampir sich so schnell bewegte, als würde er einfach verschwinden und woanders wieder auftauchen. Das menschliche Auge kann ihren Bewegungen nicht folgen, wenn sie so schnell sind, doch zaubern sie nicht und lösen sie sich auch nicht auf. Es ist nur ihre übernatürliche Geschwindigkeit. Für mich ist dies eine katzenartige Eigenschaft. Sie können so schneller und weiter als wir rennen, springen und ausweichen. Ich habe weiterhin bemerkt, dass sie diese Geschwindigkeit erschöpft und dass sie an physikalische Grenzen gebunden sind. Ja, das ist richtig.
Mesmerismus. Eine der mächtigsten Fähigkeiten der Vampire ist es, Sterbliche dazu zu zwingen, ihnen zu gehorchen. Ich nenne dies Mesmerismus. Es hat aber nichts mit den Fähigkeiten der Sterblichen zu tun, ein Subjekt in einen anderen mentalen Zustand zu versetzen. Ein Vampir kann den Willen eines Sterblichen beliebig beugen und sogar brechen. Ein Vampir, den ich befragte, sagte mir, dass je mehr sich ein Subjekt wehre, desto dauerhafter wäre der Schaden, da ein Vampir wortwörtlich die Psyche eines Opfers zergliedern kann. Derselbe Vampir erklärte mir, es brauche Zeit, diese Fähigkeit zu meistern, und je nach Subjekt könne das Ergebnis außerdem stark variieren. Eine falsche Erinnerung eingepflanzt, eine schmerzhafte Löschen, die Möglichkeiten seien unbegrenzt und beängstigend. Dann noch das Gespür für Blut, das sehen wir ja jetzt hier immer mit diesen Blutpunkten und sowas. Also, das können wir erstmal mitnehmen und wissen erstmal, wer wir jetzt genauer sind. Hier hinten haben wir noch eine schöne Kiste. So, Aluminiumpulver mal eingesackt. Hier blinkt auch noch was. Dr. Swanseys Nachricht. Oh, verehrter Johnson. Schwester Dorothy hat auf meine Weisung hin ein Büro für sie im ersten Stock eingerichtet. Bitte entschuldigen Sie die dürftige Ausstattung, doch das Pembroke Hospital ist keineswegs das Ritz. Es tut mir auch leid, dass Sie das Büro alleine suchen müssen. Ich muss noch etwas schlafen, bevor ich weiterarbeite. Ich bin eben nur ein Sterblicher. Ich habe zusätzlich verordnet, man solle Sie etwas ausruhen lassen und niemals Ihren Raum betreten. Sie können ohne Störung tagsüber schlafen und ohne Verdacht zu erwecken nachts arbeiten. Ich fürchte, hier ist alles etwas unordentlich, aber wenigstens können Sie hier Ihre Experimente selbstständig durchführen. Ihnen wird das offene Fenster mit dem Gerüst davor auffallen. Es ermöglicht Ihnen jederzeit, unbemerkt im Krankenhaus ein- und auszugehen. Okay, schön. Ich kann mir kaum vorstellen, wie fürchterlich neu und verstörend all das für Sie sein muss. Glauben Sie mir, ich habe genug über Ihre Spezies erforscht, um zu verstehen, was Sie nun durchmachen. Ja, und fühlen müssen. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um Sie bei dieser Prüfung zu unterstützen, seien Sie versichert, dass Sie mit all dem nicht alleine dastehen. Ich bin froh, dass Sie in dieser finsteren Zeit getroffen zu haben. Unsere zukünftige Zusammenarbeit wird sicherlich bedeutende Früchte tragen. Willkommen in Pembroke. Geschätzter Kollege, wir sollten uns bald unterhalten. Freundlichen Grüßen, Edgar Griffiths, Swansea PS. Ich habe einige Notizen über meine Entdeckung über Egan dagelassen. Sie können sie lesen, wenn Sie eine Orientierungshilfe brauchen. Haben wir gemacht? Verwenden Sie dieses Wissen aber nicht, um mich zu übervorteilen. Okay. Schauen wir mal. So, hier ist unser Bettchen. Hier können wir noch was aufwerten. The flower is dying. It needs water. Glasviole. Kann ich die jetzt gießen, die Blume? Ich hab doch hier Waschbecken, ne? Nein, kann ich nicht. Soweit ist fortgeschritten, ist das Spiel dann doch nicht. Gehen wir mal an die Werkbank. So. Und zwar, wir könnten jetzt Medizin mal... Können wir eben noch nicht herstellen. Da fehlt uns noch was. Abgenutzte Säge könnten wir aufwerten. Oder Sensor war das ja, ne? Ja. Pistole mal aufwerten, ne? Benutze Lupara. Die hat 160 Schaden. Das ist ja auch die Schrotflinte. Magazin 2. Was ist mit unserer Machete hier? 72 Schaden? 58 Schaden. Die Zweihandaxt, also Clays Beil hat jetzt schon mehr Schaden. Ich glaube, wir müssen mal die Zweihandaxt aufwerten hier. So, auf Stufe 2. Stufe 3 geht noch nicht. So. Und so. Genau. Und dann können wir... Sehr schön. Unsere Waffe, wo war das Inventar? Genau, hier. Haupthand. Setzen wir jetzt die Axt ein. Und als Zweithand die Machete. Sehr schön. Hier haben wir L1 und R1. Autophagie. Du verbrauchst dein eigenes Blut, um deinen normalen angesammelten Schaden sofort zu heilen. Oder Klauen, ein Schlag mit kurzer Reichweite, der alle Lebewesen von dir aufstützt. Gut. So, schlafen wir mal. Hier haben wir noch eine Kiste. Ja. So, und dann. Legen wir uns mal hin. Schauen wir, ob wir so noch was verbessern können an unserem geistigen Zustand.
Gerinnung. Du unterbrichst die Blutzirkulation in den Venen deines Ziels und machst es wehrlos. Du erzeugst eine unsichtbare Barriere, die direkten Schaden absorbiert, bis sie verschwindet oder zerstört wird. Auch nicht schlecht. Was haben wir hier beim Körper? Physische Stärke erhöht deine Ausdauer und erhöht deine Gesundheit. Gesundheitserhöhung haben wir ja schon. Blutkapazität und Blutaufnahme. Regeneration. Okay, cool. Blutspeer. Du wirst einen Speer aus Blut, der Gegner vor dir durchbohren kann. Auch nicht schlecht. Schattenwolke. Nach einer kurzen Zeit explodiert die Wolke und verursacht schweren Schaden. Ja, da könnten wir uns höchstens bei unserem Glück selber, ne, wegmachen. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal links an. Du unterbrichst die Blutzirkulation in den Venen deines Ziels und machst es wehrlos. Wehrlos ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt. So. Dann können wir das Schutzschild vielleicht gleich mal noch mitnehmen. Das ist eine passive Fähigkeit. Defensiv. Oder. Unsere Ausdauer noch mal erhöhen. Unsere Blutkapazität. Setzen wir noch mit hoch. Ich weiß noch nicht ganz genau, wofür das gut ist, aber wird schon für irgendwas da sein. So, jetzt ganz wichtig, bestätigen das Ganze. Und dann schlafen wir auch durch. Bis zum nächsten Abend. So, den hatten wir ja erledigt. Das war ja Clay, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Genau, Clay Cox. So, dann haben wir fast schon alle. Ach, hier geht's noch weiter. Da haben wir die Stütze Dorothy Crane. Hier haben wir noch niemanden, okay. Das sind hier die Fabrikarbeiter gewesen, beziehungsweise die Einwohner vom Dorf. Fehlen uns auch noch ein paar. So. Status des Bezirks, gesund. Okay, dann hat man das offene Fenster, hat er gesagt. Dem Spind war jetzt nichts, ne? Nein. Hier ist die Tür, hier kommen wir so raus aus dem Krankenhaus. Und hier kommen wir gar nicht raus. Wo hat er denn gesagt, wo ist denn hier ein offenes Fenster? Okay, Leute, bin ich gerade total blind. Da hat er gesagt, offenes Fenster mit Gerüst. Okay. Ist es hier? Nein. Dr. Tibbetts, Strickland und Dr. Aykroyd. Hier ist auch kein Gerüst. Wir gehen nochmal schauen. So. Hier scheint ein Gerüst zu sein. Ich höre doch irgendwas. Tja. Also, ich muss jetzt sagen, hier ist kein offenes Fenster. Ein Baugerüst. Weiß nicht, von was er da träumt oder geträumt hat. Geht das hier nochmal hoch? Ach, analysiere William Bishops Blut am Arbeitstisch. Die verlorene Geldbörse im Garten. Das machen wir dann in der nächsten Folge, Leute. Also, dran geblieben. Reingehauen, liebe Grüße, euer Rob.